Hi Leute, ich war heute wieder draußen und habe was gefilmt und so. Das hat mich irgendwie ein bisschen gelangweilt, als ich das zu Hause verarbeitet habe. Auch gestern auch. Deshalb dachte ich mir, mache ich mal was völlig anderes und trotzdem direkt mit dem Thema hängt das in Verbindung. Schaut euch das an, auch die Wetterverhältnisse. So ähnlich war es ja auch und ganz leicht neblig vielleicht, als ich selber was gefilmt habe. Darum geht's hier heute. Und ich zeige euch gleich Kanal und das Video. Es ist in Schottland. Und das war ein Fotograf. Der hat da was gefilmt. Und erstaunlicherweise hat er nur ein einziges Video reingestellt vor ein paar Jahren. Und hat sich nur deshalb wahrscheinlich angemeldet. So wie ich damals wegen der Sternbohrung. Das erinnert mich daran, so zum Beispiel. Nur dieser Mensch ist nicht weitergegangen. Entweder ist er nicht der Typ dafür oder dachte er sich, ne? Ich weiß auch nicht manchmal, was ich hier inzwischen mache. Wie Videos. Manche mag ich selbst, viele gar nicht. Aber gut, ich zeige euch diesen Kanal und ich zeige euch das Originalvideo. Dann zeige ich euch die Analyse und die ist einfach unglaublich. Falls es eine Fälschung ist, höchster Respekt, absoluter Kunst. Und das Witzige ist, viele Leute sehen da gar nichts oder nur einen Schatten, schreiben Fake und so. Deshalb denke ich mir, so einen Aufwand zu machen für ein einziges Video. Gut, ich muss euch damit nicht überzeugen. Ich zeige euch einfach, was dort zu sehen ist. Erstmal komme ich auf diesen Kanal, fairerweise will ich mal zeigen, wo das her ist. Das ist hier nämlich Boll Ethos, heißt das. Ein Video hat trotzdem über 4000 Abos. Erstaunlich, ne? 9 Jahre ist das Video sogar alt. 9 Jahre. Also hier, Ghost on Camera in Daylight, Scottish River, ne? Jetzt lasse ich mal das Originalvideo laufen und sage erstmal gar nichts. Das ist 3 Minuten 10 lang. Ich mache es größer natürlich, damit das fair ist. Und wie hoch geht das? Ja, mehr geht nicht. Und los geht's. Übrigens ist da kein Sound. Der Sound ist vom Fluss und er ist ziemlich recht stark und laut. Das Wasser, was man da hört. Ich gehe mal sofort weiter. Hier, schaut hier bitte das und das hier. Mit den Ästen, mit den Farben, super perfekt getarnt. Ich mache später auch Zoom, aber jetzt rede ich erstmal nicht. Ich gehe mal direkt auf mein Video, weil da kann ich das zoomen und es ist unglaublich, was da zu sehen ist. Habt ihr ein bisschen schon was erkannt? Ich habe auf dem kleinen Bild schon tatsächlich Gray erkannt, ein gehörntes Wesen, ein menschliches Wesen, ein Wesen, was am Bauch gesichert, dann am. Also wirklich. Ich muss selber lachen, weil das sich bekloppt anhört. Komm, wir gehen hier mal rüber, Leute. Hier ist es. Und hier ist es als diese Gestalt. Wisst ihr was? Ich zoome das einfach und zeige euch das direkt. Was soll ich hier viel erzählen? Weil ich denke, dass ihr einiges erkennen könnt, wenn ich das größer mache. So, konzentrieren wir uns erstmal auf diese Ecke. Da passiert auch etwas, aber ganz wenig erkennt man auch gar kaum was. Wenn ihr hier guckt, könnt ihr so hier Augen schon sehen. Ich weiß, da könnte man sagen, das ist halt dieses, seht ihr, mit Gesicht und so einem Art Bart.
Das Merkwürdige ist, so werden auch Teufel und solche Gestalten gezeigt. Manchmal hat dann die auch Gesicht am Rücken, am Hintern, am Bauch, am Knie und sowas. Und genau um diese Gestalten geht es ja. Auch um diese Tarnung, die sich mit den Ästen und so tarnen. Aber das ist nichts, was ich euch jetzt gezeigt habe. Ich lasse das jetzt einfach laufen im Großen, damit ihr das seht. Und es ist langsamer. Hier ist eine Gestalt, da ist eine ganz große Gestalt und in der Gestalt sind drei andere kleinere. Ich weiß, wie das jetzt klingt. Hier seht ihr auch, wie groß sie ist, auch wie die Arme gespreizt. Erinnert mich an etwas. Na, geht die Hände gehen nach vorne jetzt. Da muss ja ein bisschen geduldig sein. Das ist ja nur eine Minute, ist das ja vorbei. Hier kommt ein Geist auf wieder. In dem Geist. Also da sind mehrere. Und hier ist einer kleiner, wie so ein kindlicher. Seht ihr, da geht der durch. Der eine Geist geht durch den anderen. Guckt euch an, wie klein das ist und wie genau man das sieht. Aber erst wenn man zoomt und in Zeitlupe guckt, guckt euch das an, wieder ein Gesicht. Wieder ein kleines Wesen. Seht ihr das? Gehörnte kleine Wesen mit den Beinchen. Und hier ist die ganze Zeit das Große. Das sind ein paar Sachen, das muss man sich mehrmals angucken. Guckt euch an, das wendet jetzt grayartig die Augen, das Gesicht. Und jetzt kriegt das Hörner gleich. Da verwandelt sich, jetzt sind die Augen da oben. Und da wird das Gehörnt gleich. Moment. Es wird auch größer. Stopp. Stopp, stopp. Da ist das Geniale. Seht ihr den Bogen hier in seiner Hand? Und hier die Ohren, Nase. Ich lasse das mal laufen. Da ist die Hand. Der hat einen Bogen in der Hand. Und hier verwandelt es sich wieder. Also es verwandelt sich eigentlich nonstop. Und jetzt die Sache ist die. Bei der normalen Größe und normaler Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, so ein Aufwand, die Idee überhaupt zu bekommen, dass man dort auch ein Grey sieht. Hier, glaube ich, sieht man auch schon einen. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Moment, wo sind wir hier? Guckt euch an, habt ihr das gesehen? Wie eine Statue. Hier gehörnt jetzt. Ich mache nach hinten und nach vorne. Da. Da. Das sieht schon. Das sieht so wirklich schon nach Fälschung aus, weil man denkt, das ist einfach irgendwie zu deutlich. Ne? Aber trotzdem, da habt ihr gesehen? Guckt euch das an. Das sieht aus, als hätte der so große Flügel hier. Und davor war das so ein großes Wesen mit solchen großen Armen. Das verwandelt sich praktisch in Sekundentakt. Das kommt mir sehr bekannt vor und es passieren da gleichzeitig so viele Sachen gleichzeitig. Ich mache das jetzt mal kurz zurück, damit ihr. Das ist schon gezoomt, ja. Ich kann das jetzt nicht größer machen. Da passiert das Komische. Das sah wieder aus wie eine Eule, seht ihr? Wie so eine Eule, die auf diesem Ast steht. Die ist grün und jetzt geht sie rüber, verwandelt sich wieder. Guckt euch das an, zack. Löse ich auf und setze sich irgendwie zusammen. Und jetzt ist das irgendwie so ein Mannequin, der nach links geht. Da hat Arme, seht ihr das? Zack. Das sieht original aus wie ein Kappa, sogar mit diesem abgeschnittenen Kopf und dieser komischen Behaarung. Das ist sowas von krank. Wie kann man auf so eine Fälschung kommen? Wieso sieht man die ganzen Gestalten dort, die ich auch beschreibe? Ich weiß nicht. Das Einzige, was mir hier unglaublich wirkt, ist die Gestalt mit dem Bogen in der Hand. Da denke ich mir, das kann doch nicht echt sein, ne? Ich hoffe, der Typ verarscht uns nicht. Guckt euch das hier an. Habt ihr gesehen? Da ist die große Gestalt. Habt ihr gesehen? Hier endet sie, ist schwarz. Und hält die Hand jetzt raus und hat so einen Bogen in der Hand. Ich habe das jetzt, glaube ich, zu oft gesagt. Ja gut, was denkt ihr, Leute? Ich lasse das nochmal kurz jetzt laufen, damit ihr das jetzt im Ganzen seht. Das läuft erstmal schneller, dann ein bisschen langsamer hier. Gezoomt lasse ich das. Hier, bitteschön. Ja, hier einfach drauf achten, was da alles Mögliche passiert. Und ja, natürlich ist da ein Gray später noch zu sehen, hundertprozentig. Seht ihr, der geht nach links, ist grünlich. Und verwandelt sich in eine Art, ja, weiß nicht, wie eine Eule, aber irgendwie wird das auch so halb durchsichtig. Und habt ihr gesehen, hier? Plötzlich ist da eine Gestalt und grayartig. Guckt euch die Augen an und der Kopf glatze. Und der wird später zu dieser Gestalt mit den Hörnern, da ist es schon, und kriegt den Bogen in der Hand und dann verwandelt er sich wie so eine griechische Statue. Ey, das ist sowas von bekloppt, wirklich. Ist das die Diana, die Jagd macht?
Ja, falls es eine Fälschung ist, Leute, dann tut es mir leid, ein bisschen, weil ich würde sowas nicht machen, ne? Deshalb gehe ich davon aus, dass jemand das ernst meint. Ich verlinke das Video, hier ist er wieder im Großen. Und könnt ihr euch selber vielleicht anschauen. Ich wollte nur kurz hier runter gucken noch. Da passiert nämlich auch was. Und das ist direkt am Wasser noch. Ja gut, ich sollte das erstmal groß lassen und mir das nochmal angucken. Nur das ist hier der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Wenn das echt ist, Dankeschön für das Video. Falls das fake ist, Respekt, aber trotzdem bin ich irgendwie, wäre ich dann sehr enttäuscht von dem Menschen eher und nicht von dem Video so. Da bewegt sich alles. Das ist ein großer Geist irgendwie und da seht ihr. Und da sind mehrere kleinere und zwischendurch eben kommen da immer wieder auch Gesichter auf. Vielleicht sind nicht alle dann echt, vielleicht ist manches durch diese schlechte Videoqualität entstanden, aber manches ist sowas von deutlich hier, wie dieser Bogen, dieses Gewand. Und das ist auch eine Maria-Erscheinung, auch zwischendurch ein bisschen, ne? Erinnert dran. Das Typische, was viele als Maria-Erscheinung beschreiben. Gut, ich glaube, Leute, ich habe das jetzt euch genug genervt. Mir war das aber wichtig, das Video. Falls ich mich vertue, ja, ich will mich nicht entschuldigen dafür, aber das war dann nicht so gewollt, ne? Ich denke, es könnte mit meinem Video ein bisschen verwandt sein, sage ich mal so. Nur das war einer der höheren Wesen, sage ich mal, ne? Das waren nicht diese kleinen Kappas. Obwohl wer weiß, ob sie sich nicht verwandeln können, weil. Das ist die Thematik, ne? Odin als Rabe oder als irgend so Mann da. Ich weiß nicht, Leute. Gestaltenwandler. Was ist das überhaupt? Ne? Sind das Engel? Sind das Geister? Dämonen? Ja. Die Antwort von denen kann ich euch sagen, weil wenn sie telepathisch euch antworten wollen, dann antworten die euch wirklich so mit einer Freude, dass alles eins ist. Und alles eins wird, um es ganz kurz zu machen. Das ist es. Es hat was mit der Anderswelt zu tun. Und selbst wenn das Video falsch wäre, mein Video ist echt, auch wenn das nicht so super gut ist, vielleicht ja. Und ja, gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss, bis dann.